Hallo, liebe Hungrige. Ich liebe ja indisches Essen. Schon diese Vielfalt an Farben, an Gewürzen. Und manches kann man dem doch ganz einfach selbst zubereiten. Wie zum Beispiel dieses Moor Curry. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ein leckeres, aromatisches Hähnchencurry. Wir brauchen dafür Kokosmilch oder auch Kokoscreme, einige Zwiebeln und Knoblauchzehen, Lorbeerblätter, frischen Ingwer, Koriander, auch dieser frisch. Wir brauchen Salz und Öl, etwas Hühnerbrühe und an Gewürzen Cayennepfeffer, Kurkuma und Curry. Außerdem noch Sahne, Schmand und Hähnchenbrustfilet. Wir beginnen mit einigen Vorbereitungsarbeiten. Die Zwiebeln werden geschält und gewürfelt, der Koriander gehackt, der Ingwer wird geschält und fein geschnitten und ebenso verfahren wir mit den Knoblauchzehen. Bleibt noch das Fleisch, das wird gewürfelt, also in mundgerechte kleine Stücke geschnitten. Nun erhitzen wir Öl in einer großen Pfanne, ein bisschen mehr, so ca. 4 Esslöffel. Geben dann den kleinen Schnitt in Ingwer ins heiße Öl, ebenso die gehackten Knoblauchzehen und braten dann alles bei mittlerer Temperatur so für 2-3 Minuten an, immer mal umrühren dabei. Dann kommen auch die Zwiebeln mit in die Pfanne, diese nun klar sich andünsten, wieder umrühren dabei. Das dauert ja nicht lange und ist es erledigt, ergänzen wir mit den Lorbeerblättern und geben dann Gewürze mit hinein, also das Currypulver, ebenso wie Kurkuma und auch den Cayennepfeffer. Alles mal umrühren und die Gewürze kurz mit anbraten. Als nächstes geben wir die Fleischstücke mit in die Pfanne. Auch diese jetzt mit anbraten, die Temperatur aber nicht erhöhen. So für ca. 5 Minuten, immer mal umrühren dabei. Anschließend gießen wir die Sahne in die Pfanne, geben auch den Schmand mit dazu und gießen die Kokosmilch mit hinein. Alternativ, wie gesagt, auch Kokoscreme. Alles mal gründlich durchrühren. Und im nächsten Schritt einen gehäuften Esslöffel von der gekörnten Hühnerbrühe dazugeben und kräftig mit Salz würzen. Nochmals umrühren und unser Curry aufkochen lassen. Anschließend die Temperatur etwas verringern, so dass es nur noch köchelt. Einen Deckel auf die Pfanne geben und alles bei geringer Temperatur für ca. 15 Minuten köcheln lassen. Parallel dazu koche ich noch ein bisschen Blumenkohl. Ich meine, der passt gut dazu. Ist unser Curry dann fertig gekocht? Nehmen wir den Deckel ab, streuen einen Teil vom gehackten Koriander ein, können ganz nach Geschmack auch nochmal mit etwas Salz nachwürzen, nochmals umrühren und vom Herd nehmen. Wir tun auf, streuen noch ein bisschen von dem gehackten frischen Koriander darüber, außer dem bereits erwähnten Blumenkohl serviere ich noch ein bisschen Reis mit. Ein Essen, das nicht nur richtig gut schmeckt, sondern auch extrem aromatisch duftet, also was für alle Sinne, naja, fast alle. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber ein Thai-Curry zubereiten möchtet, auch mit Hähnchen, oder doch vegetarisch einen Blumenkohlauflauf mit viel Käse, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.